Dieses Wolfgangsmesser liegt schon sehr lange bei mir herum. Ich habe mich noch nie wirklich durchringen können, es ausgiebig zu testen. Das will ich hier in diesem Video aber nun tun. Und wenn du wissen willst, ob dieses Messer was kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rosser vom Survival Shop übrigens und schön, dass du dabei bist. Das Fahrtenmesser Wolfgangs, ja, im D2-Stahl, wird mit einer Kydex-Scheide, mit der zugehörigen Tech-Lock und einer, ja, mit einem, was ist das überhaupt? Schauen wir mal, das ist ein Pfeifferl, okay, ein Mini-Kompass ist da drinnen, ja, und ein Feuerstahl. Werden wir dann nachher alles gleich testen, also das ist einmal so im Lieferumfang enthalten, also so habe ich es bekommen. Möchte ich dazu sagen, dass mich die Firma Wolfgangs ganz einfach geschickt hat. Ja. Ich habe nicht danach gefragt. Ich habe da schon vor einiger Zeit mal dieses Klappmesser hier vorgestellt, das wir als Bushcraft-Messer nutzen und das ich auch bei meinen Survival-Trainings am Teilnehmer ausgebe, mit dem ich ja insgesamt sehr zufrieden bin. Das hier, das liegt jetzt schon, ja, sagen wir mal, ein Jahr ungefähr bei mir herum. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich teste es mal. Das ist die Form. Ja, da vorne so ein bisschen abgesetzt, das schaut halt einfach futuristisch und vielleicht cool oder nicht cool, weiß ich nicht aus. Was mich stört ist das, weil ich kann nicht weit genug nach vorgreifen, ohne dass ich da wirklich mit dem Finger rein kann, wenn man, weißt du, da ist ja immer die Idee, da kann man vorne greifen. Und, ja, aber dann muss das auch eine richtig schöne Ausnehmung sein. Das hätte man bis hier hinten ziehen können, aber der Messerdesigner aus China hat wahrscheinlich nach einem interessanten Objekt gesucht, das cool ausschaut und hat es so gemacht. Sei es drum. Ja, Futeng. Gehen wir spielen. Ich sehe dieses Messer als Allround-Messer, als Fahrtenmesser sozusagen, mit dem ich halt unterschiedlichste Aufgaben erfüllen will, aber es ist kein typisches Hau- oder Hackmesser, sondern ja, es sind halt so Klassiker, die ich tun will. Brot schneiden, Fleisch, Wurst schneiden, ein bisschen Holz spalten, einen Ast abschneiden, wenn ich ihn brauche für die Würsteln, aber aufpassen, dass dich keiner dabei erwischt, weil Äste abschneiden ist ja verboten, habe ich gehört irgendwo. Und ja, ja, ich weiß, ich bin ein unguter Hund, ich kriege immer wieder so nette Briefe und Kommentare, aber Briefe, das ist eher das ganz Lustige, weil ich ja Haseläste abschneide und das ist gegen die Natur ist das, ja. Und daher, also aufpassen, wenn du ein Camper bist und irgendwo bei einem Strauch was abschneidest für die Würstel, pass gut auf, dass dich niemand erwischt, weil dann bist du ein Böser. Und ich bin ja jemand, der Umweltschutz ja ernst nimmt, ja, weil mir schon klar ist, dass wir unsere Welt nicht verpesten dürfen und kaputt machen dürfen, das ist mir schon klar. Aber wenn man einen Haselstock nicht mehr abschneiden darf, dann weiß ich nicht. So. Gut, also das funktioniert einmal alles ganz gut, das mit dem Runterschnitzen. Es ist heute kalt, es ist wirklich sehr kalt, es ist huschig kalt. Meine Finger sagen schon, Röni, willst du dieses Video wirklich heute machen? Und ich sage, ja, wir machen das heute. Es schneidet gut, es macht, was es tun soll. Ja, das passt einmal alles. Dann schauen wir uns gleich einmal den dazugehörigen Feuerstahl an. Eh ganz klar. Da habe ich vor einiger Zeit ein Video gemacht über diese Aluhüllen. Ja, da gebe ich da oben einen Link, weil es gibt ja so einen ähnlichen Feuerstahl, so ein Konzept von größer und schwerer von Böcker. Und ich halte nichts davon, weil ich Gewicht dabei habe, was ich nicht brauche. Aber schau dir das da oben an, das will ich jetzt nicht diskutieren. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal so überhaupt. Aha. Na, aber nicht wirklich. Aha, das geht so gar nicht. Gut. Das Messer ist hier hinten so flach, dass man den Feuerstahl nicht bedienen kann. Deswegen haben die Jungs das hier mitgeliefert, nämlich einen Schaber. Jetzt verstehe ich das auch. Also ich bin ja vielleicht, du kannst mir das glauben oder nicht, aber ich mache das öfter. Ja, ich mache das öfter und habe schon einmal ein Feuer gemacht mit einem Feuerstahl. Aber das Schnürl da oder diese Kette, die ist zu kurz, um da wirklich vernünftig arbeiten zu können. Nämlich nicht einen Tampon oder ein Taschentuch im Garten anzünden, sondern wenn ich wirklich ein Feuer machen muss, dann muss ich das runternehmen. Ist einfach so. Also der Schaber könnte schärfer sein. Ich weiß, ich sudere schon wieder. Gut, so, also der Schaber, also der Feuerstahl ist natürlich kurz, aber das soll so sein, das ist jetzt sicherlich nicht das Problem.
Aber der Schaber ist ein Schaf mit Quasteln, wie man in Österreich sagt. Weiß nicht, wie man bei dir in Deutschland daheim sagt. Schaf mit Quasteln gibt es wahrscheinlich bei dir nicht. Aber wie auch immer. Ja, ich meine, meine Späne sind auch nicht ideal, gebe ich zu. Aber ich gebe nicht auf. Niemals aufgeben! Komm. Aber der Schaber ist trotzdem ein Kass. Ich habe jetzt das andere Wolfgangsmesser genommen, weil da ist der Dingenrücken schön scharf, das weiß ich noch, weil wir das immer sehr gerne ausgeben bei den Trainings. Er macht wirklich schöne Funken jetzt dann. Sagen wir mal, der Reini hat einfach einen Schaß gebaut. Ist so, die sind so, ja, das ist nichts, ja. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. So geht nicht. Daher ist ein Schaber dabei und der Schaber ist nicht scharf genug. Jo, ist einfach so. Da merke ich schon, dass sich das hin und her bewegt. Das ist einfach so. Also, na jo. Ich mag ja keine gescheiten extrem gern und die hier ist auch wirklich wertig verarbeitet, dickes Material, da gibt es gar nichts. Aber bei Kydex grundsätzlich, das hat nichts mit Wolfgangsmesser zu tun, wenn wir jetzt im Schnee herumbohren und dann das da reinstecken, dann schmilzt es vielleicht und dann friert es irgendwann an und dann geht es nicht mehr raus. Habe ich schon erlebt, deswegen kann ich dazu sagen, dass halt im Winter, bei winterlichen Bedingungen, diese Kydex-Scheiden auch ihre Nachteile haben, beziehungsweise du wissen musst, was du tust, das heißt, das muss vorher alles schön abputzt werden. Da darf nichts drinnen sein und da, sonst kann das angefrieren. Aber wieder zurück zum Messer. Die Kydex-Scheide ist wirklich schön gemacht. Da gibt es einmal gar nichts. Das ist alles schön verarbeitet. Es sind keine bösen, kantigen, scharfen Dinge ab. Also das ist wirklich top. Das Messer selber ist auch schön verarbeitet, muss man mal so sagen. Es ist da alles schön rund. Den Feuerstahl unangenehm, aber da gibt es keine scharfen Kanten, irgendwas, was unangenehm wäre. Auch hier hinten das Griffmaterial, das ist alles schön gemacht. Der einzige scharfe Stelle, die ich sozusagen ausfindig machen habe können, ist das hier hinten. Aber das stört nicht wirklich. Auch da hier vorne, das ist alles gut. Das ist wirklich, wirklich nett. So, jetzt schauen wir uns das Messer mal für das an, wofür man es wahrscheinlich häufig brauchen wird, nämlich irgendwas abschnitzen, durchschneiden. Und das hier ist übrigens so ein Haselstock vom letzten Mal, den ich abgehackt habe. Ich weiß, ich hacke immer wieder drauf herum, aber das ist einfach so. Aber damit man auch sieht, dass wir das auch verwenden, aus dem werden Spindeln gemacht zum Feuerbohren. Ja? Feuerbohrspindel, wir nehmen das ja gerne Hasel. Wir schneiden sie jetzt im Winter, machen dann kleinere Teile draus und trocknen sie, damit ich sie dann bei den Survival Trainings ausgeben kann. Wenn dann eine Gruppe da ist und wir nicht Zeit haben, dass jeder sein eigenes Stockerl sucht, wenn du noch nie das erste. Wenn du schon Feuer gebohrt hast und das drauf hast und zu einem Training zu mir kommst, dann lasse ich dir das selber suchen, damit du die Erfahrungen machst. Aber Anfänger sollten sich einen Haselstock so gerade wie möglich, ungefähr Daumendicke, kann auch dicker sein oder dünner sein, kommt drauf an, da gibt es auch. Schau beim Survival Mentor vorbei oder bei meinem Buch, da erkläre ich das genauer. Aber wie auch immer, und dann trocknen, ja? Damit ist das schön trocken und dann sind die Bedienungen, damit man das Ganze mal anfangen kann, auch wirklich top. Und ja, das heißt, wenn ich etwas umhacke, dann verwende ich das dann nachher auch wieder und jetzt längen wir es ab, der arme Haselstock. Also das Messer macht das wirklich gut, macht das wirklich sehr gut, lässt sich gut führen. Auch mit kalten Händen. Ich muss halt aufpassen, immer wenn ich vorne ankomme, da bei dem Metall, weil es ist wirklich, auch wenn kein Hauch da jetzt entsteht, ja, es ist wirklich saukalt, ja. So. Geht wirklich gut, da gibt es überhaupt nichts und dann kann man natürlich ablenken, gut, das ist eh ganz klar. Jetzt spitzen wir einmal an. Auch das geht super, also Messer schneidet gut, da gibt es überhaupt nichts zum Sudern, ja. Wie man so schön sagt, das Einzige, was mich stört, und das ist jetzt auch meine Suderei, das hier. Wenn ich zum Beispiel mit dem Power Cut arbeiten mag, dann wäre es gut, wenn ich da so weit wie möglich vorne anziehen könnte, wegen der Hebelwirkung. Das Nächste ist, wenn ich so schnitze, genau da an der Stelle, wo ich maximale Kontrolle und auch gute Kraft einwirken kann, da ist dieses blöde, runde Ding, das für sonst nichts da ist. Also, wenn irgendjemand den Messerdesigner in China auf Chinesisch oder Englisch sagen könnte, dass er, wenn er das da komplett durchzieht, es viel cooler ist, ja, dann wäre das schön, danke. Nein, aber
So, überhaupt keine Probleme. Ja, mein erstes Fazit ist ein sehr nettes Messer. Ich gebe da natürlich unten den Link auf Amazon, schaut euch das Ganze an. Wir werden es mit zu den Trainings nehmen. Wir werden es mit zu den Trainings nehmen und dort von den Kursteilnehmern hernehmen lassen, damit wir dann auch einen Langzeittest machen können. Das heißt, in einem Jahr mache ich zu diesem Messer wieder ein Video. Insgesamt sehr schnittig mit diesem Hohlschliff, sehr scharf. D2-Stahl, wenn es auch tatsächlich einer ist, aber das werden wir noch alles rausfinden. Lässt sich auch gut nachschärfen, halt gute Schärfe. Also ja, eine runde Sache. Vielleicht nicht das Messer fürs Wintertraining, sondern eher im Sommer. Auch vielleicht dann mit Sonne als, du weißt schon, ich will Notsignale abgeben. Auf jeden Fall eine nette Sache. Ich mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, ganz wie du magst. Und auch bitte um einen Kommentar. Hast du dieses Wolfgangsmesser? Was sind deine Langzeiterfahrungen dazu? Das wäre cool. Erzähl uns da ein bisschen was dazu. Das wäre nett. Abo bei anderen Videos. Link zu dem Produkt unten. Und bis bald, dein René Rossmann.